wissen, was ihr installiert habt und ihr müsst wissen, wie ist eigentlich die Hardware aufgebaut, wie macht man das eigentlich? Da könnte es halt sein, dass BCFG2 euer Freund ist. Ich freue mich, dass ich hier meinen Kollegen vom Linux-Tag dazu vorstellen darf. Marco Jung beschäftigt sich auch IT freiberuflerisch damit und wird jetzt, bevor ich noch viel Falsches sage, das selber weiter ausführen. Ja, danke Wolfgang. Hallo. Ich stelle ein Tool vor, das sich um Konfigurations- und Change-Management im Systemkonfigurationsbereich für Betriebssysteme und Software handelt. Also nicht, es gibt ja denselben Begriff auch im Softwareentwicklungsbereich. Die Leute, die jetzt was in diese Richtung erwartet haben, muss ich enttäuschen. Das machen wir nicht. Und mein Job dieses Jahr ist es für dieses Tool BCFG2, das relativ neu ist, das im akademischen Bereich entwickelt wurde, das in Europa ein kleines bisschen zu präsentieren, in der Hoffnung, dass wir mittelfristig eine große Community für dieses meiner Ansicht nach wunderbare Tool schaffen können. Das übliche Problem, dass der Präsenter dann irgendwann nicht mehr geht. Es gibt ja relativ viele Sagen und Mythen im Konfigurations- und Managementbereich, die ich erstmal kurz so ansprechen will, weil das ist doch sehr interessant. Viele Admins sagen, jedes meiner Systeme, solche Serversysteme, ist einmalig. Es lohnt sich überhaupt nicht, das zu automatisieren, dass ich das wiederherstellen kann. Das finde ich ist ein Mythos. Also es gibt immer Kleinigkeiten, die sich wiederholen, sei es nur eine einzelne Konfiguration eines Dienstes. Überall muss ein MTA laufen, der irgendwie das hausinterne Relay nutzt. Genauso gibt es keine Systeme, die man nur temporär aufsetzt, bis der andere Server wieder läuft. Dieses System läuft, bis es stirbt und das andere kommt nie wieder zum Leben. Genauso wie die Konfiguration ändert sich nicht. Man hat ein Software-Update, Konfigurationsfile-Format ändert sich, es fallen Optionen hinweg, es gibt neue Optionen. Konfigurationen sind einem ständigen Entwicklungszyklus unterworfen und dieser Entwicklungszyklus wird immer weiter einen zwingen, das System zu warten. Und das ist vielleicht so ein politisches Problem. Sobald man anfängt zu automatisieren, könnte man ja ersetzbar werden. Das ist aber keinesfalls der Fall. Erst indem man automatisiert, macht man sich als Systemverwalter das Leben leichter. Man hat endlich wieder Zeit, sich um die relevanten Dinge zu kümmern und muss nicht mehr das Alltagsgeschäft machen, weil da eine neue Kiste aufzusetzen ist. Und ich denke, meiner Ansicht nach ist keine dieser Behauptungen überhaupt ein Entscheidungskriterium, um Systemverwaltungstools einzusetzen. Sie sind unerlässlich und unabdingbar. Und ich denke, man sollte, gerade weil unsere Netze in der heutigen Zeit extrem fluktuativ sind, die Anzahl der Hosts wächst immens, die Komplexität unvorstellbar mittlerweile. Und aufgrund gerade des Erfolgs freier Software werden die Netze auch immer heterogener. Es gibt auch in vielen Unternehmen mittlerweile, gerade im Serverbereich, Linux, BSDs auf dem Vormarsch. Und diese Systeme will man kontrollieren. Systemmanagement bedeutet für mich aber auch, dass ich nicht nur Systeme herstelle, ich will sie immer in einem gepflegten Zustand halten. Sicherheit ist hier das Stichwort. Nur durch regelmäßige Updates und Patches, Anpassungen, werde ich den Gefahren entsprechend trotzen können, beziehungsweise vermeiden, dass hier mein Unternehmen Schaden hat. Und das ist auch wieder so eine politische Geschichte, die man vernachlässigen sollte. Geld für die IT ist meistens zu wenig. Und Manpower ist etwas, das man gerade indem man automatisiert, stark in diesem Fall für interne wichtige Projekte wieder freimachen kann. Ich habe ein bisschen vorweggegriffen. Was bedeutet für mich Konfigurationsmanagement? Für mich ist es wichtig, dass ich analysiere, was ist bei meinen Systemen identisch? Wo habe ich Gemeinsamkeiten und wo kann ich diese Gemeinsamkeiten einfach durch eine Automatisierung der Herstellung dieses Zustands? Ich habe das Beispiel gerade eben Mailer Agent gehabt. Wie kann ich das schnell automatisch generieren? Am besten durch eine Konfiguration, die plattformunabhängig ist. Dass ich sage,
Der Mailer-Daemon soll auf diesen Host auf Port 25, jeder Mailer lokal im Netz soll seine Mails an diesen Host ausliefern und der sendet sie dann in die Welt. Ich will aber auch wissen, und zwar jederzeit, in welchem Zustand sind alle meine Systeme. Was für Software ist installiert? Wo ist Software zu viel, zu wenig? Wo hat vielleicht auch der Benutzer, vielleicht auch ohne meinen Willen, eingegriffen und eine Konfigurationsänderung vorgenommen? Und der Status und die Identifikation von Abweichungen ist eine essentielle Maßnahme, um die Administration umzukehren, und zwar von der reaktiven Administration zur proaktiven. Gefahren einfach gar nicht aufkommen lassen. Ja, die Stange oder die Liste der bekannten Tools ist unersättlich. Ich habe da mal eine kleine Menge aufgezählt. Ich denke, jeder hat da seine eigenen Methoden, vom Imaging mit DD oder es gibt ja auch diverse kommerzielle, die nicht viel mehr können, über wirklich komplexe Enterprise-Tools wie CFEngine. Warum noch ein Tool? Ja, und das ist einfach für mich ganz klar an den Möglichkeiten, die man mit BCFG2 geschaffen hat. Viele der vorhandenen Tools installieren zum Beispiel nur. Also wenn ich ein Image drauf knalle, dann habe ich zwar eine Grundinstallation, die ist abhängig von diesem einen Hardware-System voraussichtlich noch, kommt eine neue spezielle Komponente dazu, brauche ich einen neuen Kernel oder nur ein Modul, muss ich das Image erstellen oder ändern. Genauso habe ich bei vielen Tools das Problem, dass sie an ein System oder eine Plattform gebunden sind. Oftmals kann ich auch keine komplexeren Konditionale oder höherstufige Logik verwenden zur Kompilation meiner Konfigurationseinträge. Und vielleicht noch dazu, also das ist was ich an CFEngine nicht so mag, das sind die idempotenten Skripte. Das Skript muss einfach selbst feststellen, wenn es ausgeführt wird, ob es schon ausgeführt wurde und dann die Änderung nicht mehr um die Änderung nicht zu wiederholen und vielleicht damit etwas zu verschlimmbessern. Ja, und viele Tools gefallen einem einfach nicht. Das tue ich unter dem Stichwort Freaky ab. Also es muss natürlich auch den persönlichen Geschmack oder beziehungsweise den Geschmack der gesamten Abteilung treffen. BCFG2 ist ein Tool, das wurde auf dem Reißbrett entwickelt. An der Argonne National Laboratory, das ist in den USA, eine Forschungseinrichtung, sehr groß, renommiert. Und da herrscht glücklicherweise in der IT-Abteilung die Einstellung, dass man Systemmanagement auf dem gleichen Niveau betreiben sollte wie Forschung. Jeder Mitarbeiter kann dort eigene Projekte anmelden und nach Herzenslust neue Methoden entwickeln. Die haben Zeit zu publizieren und zu forschen. Und hier wurde 3 Jahre lang auf dem Reißbrett aus vorherigen Erfahrungen, das ist das, ich glaube, 5. oder 6. Tool, das sie geschrieben haben, in einer Zeit von 10 Jahren, dass alle Erfahrungen, die gemacht wurden, hier eingeflossen sind. 3 Jahre Planung, 1,5 Jahre Implementierung, das letzte Jahr ist es jetzt frei unter einer BSD-artigen Lizenz verfügbar. Das ist ein bisschen merkwürdig vielleicht an dem BCFG2, die wollen sich gleich von irgendwelchen juristischen Problemen schützen. Man muss, wenn man committen kann, jeder ist eingeladen, die Rechte an die Argonne abtreten, dass die im Fall einer Rechteverletzung sofort reagieren können. Finde ich persönlich, stört mich das. Jemanden, der in diesem Falle sich einfach darum bemühen kann. Das Ganze ist in Python geschrieben, extrem objektorientiert, super gut, nutzt, wo es nur geht, vorhandene Libraries. Und ist ein Client-Server-System. Es gibt einen Server, der die Konfiguration vorhält und auf jedem einzelnen System läuft ein Client. Das Schöne ist, die Anzahl der Plattformen ist schier unerschöpflich. Eigentlich alles, was POSIX ist, kann man damit verwalten. Man muss nur ein Plugin schreiben, dass diese Plattform unterstützt wird. Momentan werden bei Linux alle RPM- und DEP-paketbasierten Distributionen unterstützt. Gentoo, das Portage, ist jetzt auch drin. Ich würde es eher noch als experimentell bezeichnen, aber man kann es schon nutzen. Aber ob Gentoo jetzt wirklich auf einer so groß breit ausgelieferten Basis eingesetzt wird, weiß ich nicht. Solaris geht problemlos. NetBSD, FreeBSD und OSX, Mac OS X ist auch ein
in Entwicklung und funktioniert schon in manchen Teilen sehr zuverlässig. Es gibt in die Teile, die sofort auf jedem POSIX-kompatiblen System funktionieren. Die Designziele waren, dass man eine zentrale Konfigurationsspezifikation hat, in der man deklariert, wie die Systeme zu funktionieren haben. Und dann wird daraus die konkrete Information an die Hosts gegeben. Wichtig ist dabei, dass man das System langsam, sanft migrieren, das heißt einführen kann. Man kann sogar von bestehenden Konfigurationssystemen langsam wechseln, sofern man dort die Möglichkeit hat, einzelne Systembestandteile dort aus dem System zu entfernen und dann dort einzufügen. Das geht sehr, sehr sanft. Man könnte zum Beispiel das auch nur nutzen, um überall nur diese Mailer-Agent-Konfiguration durchzuführen. Das wäre zum Beispiel ein schöner Anfang. Oder überall eine Authentifikation zu ändern, oder also dass man das komplette System gegen LDAP authentifiziert. Und lokale Änderungen werden nicht diskriminiert. Es gibt die Möglichkeit, der Default ist, dass lokale Änderungen bemerkt werden. Und wenn es einen Konflikt geht, das heißt, man kann die weiteren definierten Konfigurationsziele nicht erreichen, wird ein Fehler gemeldet. Sollte man es mergen können, wird es gemerged. Und es gibt einen Modus, wo man einfach die lokale Konfiguration überschreiben kann, aber den muss man dann explizit anschalten. Wie gesagt, dieser Status, dass wir wissen, was ist gerade hier im gesamten Unternehmen ausgeliefert, was läuft, und eine extrem gute Modularisierung. Ich kann, wo ich möchte, das System erweitern. Das sind Plugins. Für eine neue Architektur braucht man in der Regel 50 bis 100 Zeilen Python-Code und man ist im Rennen. Ist gut dokumentiert und der Entwickler steht Montag bis Freitag plus 8 Stunden im IRC-Kanal zur Verfügung und freut sich über jegliche Anregung, Frage und Kritik. Das Problem ist, da das System so stark abstrahiert, ist es sehr komplex. Und diese Komplexität ist zum Teil ein bisschen abschreckend, weil man entscheidet ja in der Regel nicht alleine für seine gesamte IT-Abteilung, was für ein Administrationstool genutzt wird, weil die Kollegen sollen es ja auch verwenden. Und das heißt, um eine hohe Akzeptanz zu schaffen, muss man schauen, dass auch alle wirklich dieses System für gut empfinden und ihm auch vertrauen. Ich denke, ein Management-Tool hilft nichts, wenn kein komplettes Vertrauen in der gesamten IT-Abteilung auf dieses Tool herrscht. Ja, die Architektur bei BCFG2 ist so, dass BCFG2 sich zwischen Administrator und Server, Client-System dazwischen schaltet. Der Administrator konfiguriert nur, kommuniziert nur mit BCFG2, niemals direkt mit den Clients. Er erstellt Konfigurationsdirektiven, die dann in Form dieser Konfigurationsspezifikation vom Server gespeichert werden und der Server, der generiert für den Client die konkrete Konfiguration. Und dann findet auf dem Client dieser Konfigurationsprozess statt und wenn dieser Konfigurationsprozess beendet ist, wird ein vollständiger Bericht wiederum an den BCFG2-Server gesendet, der das grafisch oder per Mail oder per RSS für die Administratoren aufbereitet. Aber in der Regel sollte der Admin mit dem einzelnen Client, der steht für diese Konfigurationsdinge, die damit verwaltet werden, kaum noch interagieren müssen. Wie funktioniert so ein Konfigurationsprozess en Detail? Sagen wir mal, halb im Detail. Wir werden das jetzt im Laufe der nächsten 40 Minuten noch ein bisschen vertiefen. Es wird immer vom Server zum Client und zurück per XML-RPC kommunizieren. Das Ganze kann man verschlüsseln und neuerdings kann man auch den Client gegenüber dem Server authentifizieren. Dass Konfigurationsinformationen nur an definitiv zugehörige Clients herausgegeben werden. Zuerst fordert der Server vom Client, zuerst sagt der Client, ich möchte mich konfigurieren. Und der Server sendet Proben. Das können beliebige Kommandos sein. Sagen wir mal, wir wollen wissen, was für Hardware steckt im System. Dann können wir uns den Output von LSPCI mit, was weiß ich, verschiedenen Filtern dahinter geschaltet uns ausgeben lassen, erhalten den dann in Form von Variablen. Diese Proben sind notwendig, um lokale Spezialitäten berücksichtigen zu können. Dann sendet der Client diese Antwort. Der Client erhält im Gegenzug die Konfiguration. Das ist auch alles XML. Und da gibt es verschiedene Objekttypen. Das ist, hier ist eine Konfigurationsdatei, hier ist ein Verzeichnis, ein Paket, ein Symlink und noch einige wenige weitere verschiedene
Objekte, die man da erhalten kann. Dann kommt der lokale Konfigurationsprozess. Der Client erkennt erstmal, was für eine Distribution nutze ich da oder was für eine Toolchain muss ich benutzen. Zum Beispiel, wenn ein Paket angefordert wird, dann muss er ja wissen, okay, ich laufe jetzt hier auf einem RPM-basierten System, ich nutze Yum oder ich nutze Apt oder Aptitude. Und dazu wird eine lokale Inventur gemacht. Was habe ich für Pakete installiert? Was für Konfigurationsfiles existieren? Dann wird diese lokale Inventur verglichen mit dem angeforderten Zustand. Ein Diff in der Art, so zur Vorstellung. Dadurch weiß ich, was alles durchzuführen ist. Was für Fehlkonfigurationen in Anführungszeichen sind vorhanden. Hier fehlen Files, hier fehlen Pakete, hier läuft ein Dienst zu viel. Um Gottes Willen, ich will nicht, dass hier ein NTP-Server läuft. Das stelle ich dann fest. Die Konfiguration wird durchgeführt und dann wird eine Statistik über das, was ausgeführt wurde, an den Server zurückgesendet. Das Wichtige, ist vielleicht irreführend von der Richtung des Files, der File müsste in beide Richtungen gehen, es ist immer nur vom Client initiierte Kommunikation. Der Client pullt die Config per cronjob oder man triggert es. Das hat einfach ist eine Architekturentscheidung, die gefällt wurde. Dadurch kann man aber zum Beispiel auch übers Internet verschlüsselt Systeme am anderen Ende der Welt stehen haben, die gegen meinen Server hier in der Firmenzentrale laufen. Kommt dann durch NAT und so weiter durch, solange der Server erreichbar ist. Ja, die Konfigurationsgenerierung ist das eigentlich Charmante an dem BCFG2, denn der Server macht die gesamte Magie. Der Client führt es eigentlich nur noch aus, weil dem Client muss man nur sagen, wie er mit den Informationen umzugehen hat, die er erhält. Es kommt diese Anfrage, ich brauche die Konfiguration für meinen Host. Dann müssen wir erstmal identifizieren, welcher Host bist du. Das wird am DNS-Namen. Es wird ein Reverse-DNS-Lookup auf die IP gemacht und dieser Name dient zur internen Identifikation des Systems. Das heißt, ein laufendes DNS ist Voraussetzung, aber es ist, glaube ich, kein zu hartes Kriterium. Dann wird eine abstrakte Konfiguration erstellt. Es gibt eine XML-Metadatenbank, ganz viele XML-Files, schön hierarchisch strukturiert. Da findet man erstmal heraus, aha, dieser Host gehört zu dieser Basisgruppe, ein Profil. Nennen wir es mal Vertriebs-Desktop. Und dieser Vertriebs-Desktop wiederum kann in verschiedenen Gruppen sein. Der hat ein GNOME-Desktop-Profil und vielleicht noch die spezielle Software, die halt der Vertrieb braucht. Das kann man einfach über Gruppen, die beliebig ohne Beschränkung der Tiefe oder auch der Rekursion aufgelöst werden. Und diese einzelnen Gruppen beinhalten wiederum abstrakte Konfigurationsinhalte. Da steht nur drin, ich habe diese Datei. Ich habe die Datei, machen wir mal ein Beispiel fürs Login. Auf jedem Unix muss man die Message of the Day zum Beispiel konfigurieren. Und dann würde da drin stehen, jeder Vertriebsdesktop hat die Datei etc.mod. Und die abstrakte Konfiguration ist nur eine Ansammlung der Infos. Welche Dateien, welche Pakete, welche Symlinks, welche Services laufen, welche Directories gibt es. Aber es gibt noch keine konkreten Inhalte. Man weiß nicht, welche Version hat das Paket, welche Rechte hat die Datei, was ist in der Datei drin. Denn das ist das Geheimnis. Man hat Generatoren und diese Generatoren sind wiederum ganz kurze Python-Code-Schnipsel, die sich registrieren. Und ein Generator registriert sich immer für ein Element, für eine Datei. Ich kann Inhalte für die etc. Message of the Day liefern. Ich kann Informationen liefern, welche Pakete musst du installieren. Also welche Paketversionen. Ich kann Informationen liefern, zu welche Directories vorhanden sein müssen. Und es geht für jeden einzelnen Eintrag. Und ich kann beliebig viele Generatoren erstellen. Und diese Generatoren füllen das Ganze dann. Hier sehen wir mal Metadaten. Das sind jetzt die Basisprofile. Das ist in der Clients XML. Und hier wird das Basisprofil benannt. Hier habe ich zwei Desktops, die haben die Namen FooExampleCom und ByExampleCom. Und ich habe einen Test-Desktop. Der ist im Basisprofil Desktop-Testing. Wir hatten den S-Namen Test, ExampleCom, den kann ich jetzt zum Beispiel nicht anpingen, weiteres Attribut, das heißt, ich kriege in der Statusübersicht, ist das System ab,
kann ich halt nicht feststellen, deswegen wird das nicht getestet. Und hier zum Beispiel noch mein Webserver www.example.com, der ist halt in einem anderen Basisprofil. Das muss ich einmal eintragen, dann sind die Systeme definiert. Dann wird so ein Basisprofil, das ist nichts anderes als eine Gruppe, die hier hinten ein bullisches Flag hat, das ein Basisprofil ist, wiederum definiert. Und hier sage ich beispielsweise, dass wir das Package Message of the Day und das Bundle und das Bundle Networking haben. Ein Bundle stellen Sie sich bitte auch erstmal nur so als Container für was vor. Genauso wie eine Gruppe. Und dann sind in dieser Gruppe noch weitere Gruppen drin, nämlich ich bin GNOME Desktop und das ist Ubuntu 6.06 Longtime Support. Und dann habe ich meinen Test Desktop, das ist eher so für die Admins, die wollen Bleeding Edge Software. Und die haben andere Gruppen. Relativ einfache Datendefinitionen. Das Wichtige vielleicht noch ist, man kann auch Toolchains forcen. Das wäre jetzt ja klar, wenn ich hier Ubuntu verlange, dass ich auch sage, der nutzt die Debian-Tools. Dann gibt es definitiv keine Missverständnisse bei der Erkennung. Und hier sieht man so ein Bundle, das, was ich gerade eben angesprochen habe. Für das Anzeigen der Message of the Day habe ich diese Datei und ich habe das Paket Login. Hier steht jetzt das Paket, diese Definition, ich glaube, da würde keiner mit Ihnen streiten, würde auch auf ein Red Hat-System greifen. Weil da brauche ich auch ein Paket, das Login heißt und die Konfigurationsdatei ist die gleiche. Es ist komplett abstrakt, das heißt, ich könnte dieses Bundle auch auf anderen Systemen verwenden. Hier haben wir ein anderes Bundle für den Display Manager. Da habe ich auch eine eigene Konfiguration. Da ist sind meine Login-Beschränkungen in der GDM-Conf konfiguriert, etc. Und so, vielleicht was da interessant ist, da wird hier noch gesagt, es muss der Service mit dem Namen GDM laufen. Es gibt dann nochmal eine extra Definitionsmöglichkeit, wo man Services für Hosts an- und abschalten kann, etc. Das ist sehr, ich zeige hier nur so die Spitze des Eisbergs, dass man die Idee erhält, weil es doch sehr abstrakt und der Einstieg am Anfang nicht so leicht ist. Hier noch mein Theme für meine Firma und ansonsten keine Besonderheiten. Das ist jetzt mal ein realistisches Beispiel zur Konfiguration eines SSH-Servers. Und zwar, Verzeihung, wir konfigurieren über ein Plugin Host Keys. Das hat den Vorteil, dass wir die zentral in der Datenbank haben und immer erkennen, ob die auch stimmen. Da gibt es ein fertig ausgeliefertes Plugin von BCFG2. Dann habe ich die Konfigurationsdatei für SSH Server und Client. Und dann hier für verschiedene Systeme, und hier sehen wir ein Beispiel für Fedora und Fedora Core 5 und für Debian. Haben wir dann zum Beispiel jetzt, weil wir hier Unterscheidungen in den Paketnamen haben, dann müssen wir das leider entsprechend, das ist jetzt ein, also die heißen, die kann man auch als Open, die installiert man auch als Open SSH bei Debian. Aber es ist nur mal ein Beispiel, sondern wenn es da Unterschiede gibt, dann kann man das entsprechend auch in einem Bundle wiederum in Abhängigkeit zu den vorher definierten Gruppen auflösen. Ja, das werde ich immer gefragt. Das Problem hier wirklich in die XML-Struktur Konditionale einzubringen, ist nicht so leicht. Und das heißt, das darf nicht in der Gruppe Desktop sein. Okay, also not. Das ist eine hässliche Sache. Die DTD ist recht umfangreich und ist mittlerweile einigermaßen im Wiki dokumentiert, aber ab und an sollte man schon in die DTD reinschauen, dass man sieht, was für Möglichkeiten es gibt. Zusammenfassend, wir haben bisher nur gesehen, abstrakt, was muss auf ein System drauf. Keine Inhalte, keine Paketversionen, keine Dateinhalte, keine Rechte, gar nichts. Das ist noch nicht vorhanden. Wir haben es nur abstrakt zusammengestellt, so soll mein System später aussehen. Und jetzt kommen wir zu den einzelnen Generatoren. Ich stelle einige wichtige vor, die mitgelieferten. Auch schon eine von uns geschriebene Erweiterung, die ist aber mittlerweile seit 4, 5 Versionen
Minor Releases enthalten, wie man dann die konkreten Infos erstellt. Ich habe es schon vorweggenommen, man hat ein Stück Python-Code und eine Datenquelle. In der Regel ist diese Datenquelle vielleicht ein Verzeichnis auf dem Server, in dem wiederum XML-Files liegen. Das kann aber auch ein LDAP Directory sein, das kann mein NIST-Server sein, das kann eine Datenbank sein. Alles, was Sie mit Python erreichen können, steht Ihnen zur Verfügung. Sie müssen später nur für die angefragten Informationen im spezifizierten XML-Format die Antwort liefern. Und das nimmt Ihnen sogar noch die Library von BCFG2 ab. Sie rufen eine Funktion, Sie werden mit einer Funktion aufgerufen, Sie geben Werte zurück. Durch diese Möglichkeit, dass sich Generatoren für einzelne Files registrieren, habe ich die volle Vielfalt. Wir haben zum Beispiel Fälle gemacht, wo wir dann ein Web-Frontend hatten, das in eine Datenbank was geschrieben hat, oder man hat in je einen LDAP-Server, wo dann Benutzerinformationen drinstehen, da gibt es dann schon verschiedene Frontends zu, aber man schreibt mehr weitere Infos zu Hosts oder so. Es gibt ja auch durchaus Unternehmen, die verwalten mittlerweile alle Hosts über ein LDAP-System. Dann kann man diese Informationen nutzen. Weitere Informationen brauche ich zum Beispiel. Ein Problem ist ja immer in internationalen Einrichtungen, was für eine Tastatur will der User. Dann kann man zum Beispiel in dem LDAP einfach noch reinschreiben, der Host hat dieses Tastaturlayout. Den nehme ich mir dann gerade von da. Ich kann aber auch noch an eine andere Datenquelle rangehen. Solange ich das erreichen kann, kann ich beliebige Datenquellen und beliebige Logik verwenden, zur Auswertung dieser Daten in meinen Generatoren verwenden. Und welche Frontends ich dann dazu bastel, das ist meine Entscheidung. Es kann auch mein beliebtester Editor sein, der das halt nur in die Config-Datei schreibt, die der Generator ausliest. Machen wir zuerst den Package Manager. Der kümmert sich um die Anreicherung der Paketinformationen. Der Package Manager realisiert plattformunabhängige Softwareverteilung. Er muss halt wissen, ist es ein RPM-System oder welche Distribution braucht er. Das kriegt man ja über die Gruppe raus und liefert dafür die Informationen, welche Version des Pakets möchte ich installiert haben. Man kann sogar die Quelle definieren. Man kann Up- und Downgrades forcieren, man kann auch eine Version einfrieren und man kann das Paket verifizieren. Das heißt, alle Distributionen liefern ja mittlerweile Prüfsummen zu allen Paketen aus. Das kann man bei jedem Lauf des Konfigurationssystems entsprechend, wenn man genügend Zeit der Sache widmet, verifizieren lassen. Ist die Software noch die Originalsoftware? Nutzt halt alles, was die Distributionen in der Regel mitliefern an Features, die werden hier auch weitestgehend genutzt. Hier nochmal so zur Erinnerung ein Bundle. Hier haben wir den Webserver. Diese Version, das ist nur eine interne Version, das kann man zum Beispiel aus dem Subversion Revision Tag oder so, kann man das generieren. Weil macht Sinn, diese ganzen XML-Daten in einem Subversion zu versionieren, weil es gibt keine Versionierung für die Konfiguration von BCFG2, macht doch keinen Sinn, dass Plain Files sind. Subversion Server ist der Freund, da checkt man jede Änderung oder regelmäßig einfach automatisiert ein, dann kann man jederzeit beliebig in der Zeit zurückgehen. Gibt es ja auch Tools, die automatisiert einmal pro Stunde was committen. Hier haben wir dann die Pakete und hier habe ich jetzt einen super tollen Projektserver. Und für den definiere ich jetzt ausnahmsweise mal eine ganz, ganz spezielle Version meines Apache 2, die ich installiert haben möchte. Und der Package Manager nutzt wiederum XML-Daten und da werden für die gängigen Distributionen Skripte mitgeliefert, die lässt man per cron automatisiert regelmäßig laufen. Und diese Skripte scannen die Paketarchive der Distributoren. Das heißt, einmal pro x Zeit schaut man bei Debian vorbei und besorgt sich, oder auf dem internen eigenen Mirror oder auf beliebig vielen Systemen, und besorgt sich dort die Liste der verfügbaren Software. Die wird dann zusammengedampft in diesem Format, dass man hier ein Paket hat mit der verfügbaren Version. Hier hat man jetzt noch das ist für die Gruppe Ubuntu, der Typ wird spezifiziert und eine Priorität. Die Priorität ist wichtig, weil vielleicht hat man einen internen Server, der sollte eine möglichst hohe Priorität haben, weil wenn dort Spezialversionen der Pakete liegen, sollten die Vorrang haben. Und der Paketmanager
füllt dann für jeden Paketeintrag, der vorher angefragt wurde, entsprechend der Gruppen und der Prioritäten die fehlenden Infos. Beim Paket ist das ja nicht so viel. Da fehlt nur die Version, ob es verifiziert werden soll, von welcher Quelle es genommen werden muss. Aber dadurch ist die Information für ein Paket dann komplett. Das wird für jedes Paket automatisiert binnen Bruchteilen von Sekunden natürlich generiert. Der Service Manager, der verwaltet Systemdienste. Wir hatten gerade eben das Beispiel mit dem Login. Da gibt es jetzt eine, wir hatten das mit dem GDM. Hier haben wir einfach mal ein ganz anderes Beispiel, wie ich sage, auf allen Systemen, die den NTPD verlangen, muss er an sein. Nur so, dass man das von der Syntax her gelesen hat, also kein Hexenwerk. Das könnte man jetzt wieder abhängig von Gruppen, könnte man sagen, da läuft der Dienst, da läuft er nicht. Man kann es für Hosts machen, auch kein Thema, zentral einfach spezifizieren. Das Interessante ist vielleicht, wie erstelle ich Konfigurationsdateien. Und hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten. Das hier ist das alte Plugin, das sollte man mal gesehen haben. Mittlerweile, also wir benutzen es eigentlich gar nicht mehr. Es gibt einen Ordner, der heißt CFG und der befindet sich im Verzeichnis des BCFG2-Servers. Und ab dort wird ein Pfad aufgebaut, ähnlich wie bei Fi oder CF Engine. Dieser Pfad entspricht dem kompletten Pfad der zu erstellenden Konfigurationsdatei. Bleiben wir beim GDM-Beispiel, das wäre dann etc, GDM und noch ein Verzeichnis, gdm.conf. Und in diesem Verzeichnis gibt es mindestens eine Datei, die nochmal gdm.conf heißt. Und in der steht die Konfiguration drin. Die Konfiguration kann aber dann nochmal für Hosts oder für Gruppen, und das sehen Sie an dem H mit dem Unterstrich, und dann kommt ein Hostname, oder dem G, dann einer Priorität und ein Gruppenname, kann nochmal verändert, komplett überschrieben werden. Hier kann man entweder eine komplette Datei angeben, dann wird nur die genommen. Man kann auch nur Abschnitte nehmen, wo man symbolisiert, diese Zeile bitte hinzufügen, falls sie nicht existiert. Add if not existent. Man kann auch sagen, diese Zeile bitte entfernen. Man kann sagen, diesen Abschnitt bitte hinzufügen. Da gibt es diverse Möglichkeiten, so Standard, was man vielleicht mit Textutils machen kann. Was hat denn Vorrang oder Host? Die höchste Priorität hat der Host. Also zuerst global, dann die Gruppen nach Priorität und dann der Host. Jetzt steigend von der Relevanz. Und dann gibt es eine Datei, die heißt Doppelpunkt-Info. Hier muss man auf das Doppelpunkt achten, das wird hier noch zwingend erfordert und da stehen die Metadaten drin. Permissions, Ownership und Group. Das ist also auch wieder Flat File, da können Sie dann im Dateisystem einfach die Konfigurationen erstellen. CFG ist schön und nett, am Anfang auch ganz praktisch gewesen, aber man will ja eigentlich mehr. Und ich sprach von beliebig komplexer Logik und viele Leute sagen Python, um Gottes Willen, Python. Es ist gar nicht so schlimm, wenn man sich dran gewöhnt hat. Bytespace gehört halt zur Syntax, aber das ist die einzige Krux, der Rest ist recht gut. T-Cheater ist nichts anderes als eine gute Template-Engine für beliebige Art von Textfiles, die in Python genutzt werden. Dann gibt es auch für andere Sprachen. Und Cheater-Template. Und dieses Plugin heißt T-Cheater und man kann jetzt beliebigen Python-Code in die Konfigurationsdateien hineinmischen. Beliebige Konditionale, Schleifen, eigentlich alles, was man in der Regel verwenden möchte. Und wir haben wieder ein Verzeichnis, das genau heißt, wie der volle Pfad inklusive Dateiname der zu konfigurierenden Datei. Aber es sind nur noch zwei Dateien drin. Einmal eine Datei, die jetzt nur Info heißt, ohne Doppelpunkt, mit den Metadaten, also erste Zeile Permissions, zweite Zeile Owner, dritte Zeile Group. Und dann eine Datei, der ist Template, in der dann Code ist im entsprechend der Cheater-Template-Spezifikation. Diese Spezifikation kriegt man auf der Homepage, ist am Schluss dieser Folien verlinkt. Ein einfaches Beispiel vielleicht. Ich generiere eine Datei und alles, was fett gedruckt ist, ist Template-Code. Das heißt, es steht immer drin, Hostname ist. Und dann gebe ich die Variable $self Metadata Hostname aus. Das heißt, ich möchte nur aus den Metadaten den Hostname ausgegeben haben.
Und dann kommt eine Schleife. Und vielleicht beachten Sie, dass die Zeile mit Hash anfängt und direkt hinten dran eine Anweisung kommt. Das ist die Syntax von Cheetah. Hash und direkt dann gewisse Schlüsselwörter bedeutet, hier kommt jetzt Code für die Template Engine. In diesem Fall wird für jede Gruppe aus der Menge der Gruppen und den Metadaten für diesen Host einfach mal nur der Name ausgegeben. Dieses Sternchen ist nicht fett, das heißt, es ist einfach ein fester String, aber $group ist jetzt entsprechend wieder eine Variable, die aufgelöst wird, weil die ja in der Zeile vorher definiert wurde. Für jede Gruppe, die dann später als Gruppe verwendet werden kann, gebe ich $group aus. Und hier beende ich das vor. Das Gleiche, nur nochmal, dass man sieht, zum Rekapitulieren, was war jetzt entsprechend Variablen und was war Template-Code nochmal hingeschrieben für ein Beispiel der Kategorien. Und so käme dann wirklich unter Vernachlässigung der Kategorien, das heißt unter Vernachlässigung der letzten vier Zeilen hier oben, käme das dann für einen Host beispielsweise raus. Hat jetzt abstruse Permissions und Ownerschaft, aber es wird ausgegeben, mein Hostname ist, das ist jetzt gerade bei der ANL, das ist ein Beispiel von einem älteren Skript, und es werden die Gruppen ausgegeben. Und das ist natürlich ganz nett, weil jetzt kann ich schon einfach, ohne dass ich in vielen Dateien zu kämpfen habe, wo ich dann eine Gruppe entsprechend angeben muss oder so, kann ich ja dann einfach abfragen, ist in meinen Metadaten diese Gruppe, dann geben wir diese Werte noch aus. Einfach ein if dazwischen geknallt. Kann ich sehr charmant verschiedene Konfigurationsbedingungen realisieren. Was wir vor anderthalb Jahren im Rahmen von einem Projekt, das auf der FrostCon letzten Jahres entstanden ist, entwickelt haben, ist eine Datenbankanbindung. Man kann jetzt in der BCFG2-Konfiguration einen Postgres-Server angeben, wird jetzt erweitert auf beliebig viele Server, die man dann über verschiedene Namen ansprechen kann. Und was wir jetzt hier machen in der ersten Zeile, wir nehmen uns die Datenbankverbindung. Die DB, die Postgres-Connection wird jetzt entsprechend genutzt. Das ist einfach dann, da kommen Werte hin, da ist jetzt das DBPG-Connection-Objekt ist jetzt nutzbar. Und jetzt kann ich in der zweiten Zeile Python-Code ausführen. Hash-silent heißt, das nächste, alles was hinterherkommt, ist ganz normale Python-Anweisung. Und hier machen wir eine Abfrage. Result ist das Ergebnis einer SQL-Query, die heißt Select IP, Netmask, Broadcast und Gateway von der Tabelle Hosts, wo der Hostname %S ist. Und dieses Prozent wird ersetzt mit Self-Metadata-Hostname. Also erhalte ich eine Zeile, sofern es sie gibt, oder mehrere Zeilen. Es sollte natürlich nur eine geben, müssen wir jetzt vielleicht noch ein Limit machen, wo ich aus dieser Host-Tabelle genau diese vier Werte, das ist eine Netzwerkkonfiguration, das Minimale, was ich benötige vielleicht, aus dieser Datenbank auslese. Fiktives Beispiel. Und daraus kann ich ja dann zum Beispiel die von allen Debian-Systemen bekannte Struktur für ETC Network Interfaces generieren. Und $result von 0 bis 3 sind die Werte, genau in der Reihenfolge wie oben definiert. Und dann wird die IP-Adresse, die ist 0, die Netzmaske, die Broadcast und das Gateway entsprechend dann ersetzt. Hier könnte noch ein if-Gruppe depth dieses Format, ansonsten geben wir nichts aus und wir spezifizieren eine zweite Datei oder ein anderes Format, nur mal um die Möglichkeiten grob anzureißen. Und dann ist die Konfiguration vollständig. Die Generatoren müssen für jede Datei oder jedes Konfigurationselement Inhalte bieten. Das wird ausgeliefert und entsprechend dann vom Client lokal durchgeführt. Der Client, wie gesagt, ist wiederum ein Skript, das für die notwendigen Plattformen wissen muss, wie ändere ich eine Datei, wie installiere ich ein Paket, wie lösche ich ein Paket. Das ist einfacher Code, gut wartbar, sehr übersichtlich geschrieben. Wird, wie gesagt, wenn Sie eine Standard-Distro benutzen, Sie aber eigentlich kaum berühren. Wir haben mal zum Beispiel, das waren dann 5 Zeilen Code, die wir ändern mussten, für den Client ein Feature eingebaut, dass man den an ein spezielles Interface binden kann. Wenn zum Beispiel der Host eine VPN-Verbindung aufmacht und das wird nur für eine spezielle IP, wird die VPN-Verbindung realisiert, dann sollte der auch, wenn er über den VPN-Tunnel
auf den Server zugreifen muss, über dieses Interface entsprechend die Anfrage stellen. Und da haben wir wirklich 4, 5 Zeilen Code geändert und dann war das in der Konfigurationsdatei realisierbar. Ich sprach die ganze Zeit noch von Reports. Ich habe Screenshots mitgebracht. Es ist vielleicht besser, Screenshots mitzubringen aus bekannten Beispielen, als Konfigurationsinformationen bestehender Systeme zu verraten. Wir haben hier ein Summary. Wir sehen, wir haben 137 Knoten insgesamt verwaltet. Und da ist eine große Anzahl von Knoten auch zufriedenstellend. Nämlich 115 Stück haben keine Probleme gemeldet. 22 jedoch haben entsprechend kleinere Wehwehchen. Und ich kann jetzt hier noch, wie die Wayback Machine oder wie auch immer, kann ich entsprechend jeden beliebigen Zeitpunkt auswählen und kann sehen, wann wurde dieser Knoten entsprechend verändert, wann ist das aufgefallen. Wenn man auf einen Knoten, wenn man auf einen Knoten klickt, dann erhält man die Info, die letzten 24 Stunden waren nicht verfügbar. Hier oben sieht man so einen Statusbalken, wie viel Prozent des Knotens stellen mich denn jetzt hier noch vor Probleme, die ich lösen muss. Und dann sieht man alle Einträge. Hier ist ziemlich viel kaputt. Und wenn ich auf einen einzelnen Eintrag klicke, dann sehe ich auch, der Status ist, das Paket ist einfach zu alt. Genauso sehe ich dann in dieser Konfigurationsdatei, stimmt was nicht. Das kriegt man dann sehr genau. Das ist Screenshots vom System, Entwicklungsstand vom Jahr. Es ist mittlerweile ein bisschen weiterentwickelt. Es gibt noch ein alternatives, älteres System. Sie können sich Mails schicken lassen und man kann sich alle Infos per RSS zur Verfügung stellen. Das ist aber am Anfang sehr unpraktisch, weil man viele Konfigurationsänderungen hat. Wenn man das System sanft einführt, hat man vielleicht viel zu viele Pakete drauf. Und man kann dann eine Ignore-List machen, kann sagen, ignoriere erstmal alle Pakete, die von der Distribution in je drauf sind und beobachte bitte nur diese. Aber am Anfang hat man halt quasi kaum clean, saubere Knoten. Aber das ist ja dann das Ziel, dass man nach und nach alles an Know-how, wie die Systeme aussehen sollen, das System bringt. Aber trotzdem kann man es sanft einführen. Bloß am Anfang sind die Reports vielleicht ein bisschen erschreckend. Aber dann gibt es auch wieder ganz einfache Möglichkeiten zu sagen, ist okay, wenn diese Dienste noch laufen. Das sind Basisdienste auf dieser Distribution. Kann man einfach sagen, für alle Debian-Systeme müssen mindestens diese Dienste laufen. Oder für alle Debian-Systeme sind mindestens diese Pakete installiert. Dasselbe sagt man dann für Fedora Core. Alles, was man einsetzt, kann man auch für BSDs machen. Zusammenfassend und abschließend. Wir haben hier wirklich eine architekturunabhängige Konfigurationsverwaltung, weil wir den ersten Teil, die abstrakte Konfiguration, noch so gestalten können, dass wir nicht auf die Feinheiten der einzelnen Distributionen eingehen können. Mittlerweile sind die Paketnamen sehr identisch, bzw. fast identisch. Also es gibt kaum noch große Abweichungen, gerade bei den wichtigen großen Paketen. Da kann man sehr gut, die Pfade sind hier durch File System Hierarchy Standard genormt, da hat man überhaupt keine Probleme. Da kann man sehr gut diesen Teil, dass man eine Grundkonfiguration spezifiziert, sehr gut auch über mehrere Distributionen oder Plattformen verwalten. Dass die Generatoren dann konkret das vielleicht mit den Feinheiten füllen müssen, das bleibt einem nicht komplett erspart. Wir haben Softwareverteilung und Management. Wir können downgraden, upgraden, installieren, auch löschen und sehen immer den Status. Wir können es sanft einführen und wir wissen, wie unsere Systeme aussehen. Die Erweiterbarkeit ist wirklich unschlagbar. Und das Ganze wird durch eine vitale Entwicklergemeinde, die im IRC-Kanal BCFG2 auf Freenode erreichbar ist oder per Mailingliste. Die Mailingliste ist nicht so, dass man sie nicht gemütlich nebenher lesen kann. 5 bis 10 Mails am Tag sind das Maximum. Und Fragen werden wohlwollend beantwortet. Insbesondere, wenn man darüber nachdenkt, dass man das System nutzen möchte, dann sollte man mal ins IRC-Netz gehen, ins Freenode-Netz und einfach mal den Narayan Desai oder egal wen in diesem Channel fragen. Ich habe hier dieses Szenario, Marco hat mir den Vortrag gezeigt, ich würde BCFG2 gerne einsetzen, macht das Sinn? Man wird da gerne beraten. Auch genauso, wenn man anfängt und mit rumspielt, einfach da fragen, wir geben da Antworten, ich bin da auch regelmäßig drin. Englisch ist natürlich angesagte Sprache, weil es ein sehr internationales Projekt ist, aber ist ja in der Open-Source-Welt üblich und man wird super supported. Gerade wenn man einen Einstieg braucht, wie entwickle ich hier ein Plugin? Also Desai, Narayan hat mir
bestimmt schon 10, 20 Mal Codeschnipsel geschickt und hat gesagt, dann war nur ein Kommentar, hier bitte dann den notwendigen Code reinkippen. Also er macht sich da richtig viel Mühe, weil es ist sein Baby und er hat die Zeit und er macht es gerne. Ich habe Ihnen jetzt für das Interesse und die Geduld, mir zuzuhören, nur zu danken. Die Folien zu diesem Vortrag finden Sie auf bcfg2.org. Da gibt es rechts einen Link, der heißt Publications. Da finden Sie auch ein Paper. Ich habe 5 ausgedruckte Versionen dabei. 5-seitiges Paper in Deutsch, fasst das, was ich erzählt habe, nochmal zusammen. Vielleicht ganz gut zum Einstieg. Die Informationen der kompletten Syntax von der Template Engine finden Sie bei cheetah-template.org, ist aber auch mehrfach von der BCFG2-Seite verlinkt. Und ja, ich hoffe, Sie haben jetzt noch 2 angenehme weitere Vorträge und wünsche Ihnen noch viel Spaß auf der FrostCon. Vielleicht können wir noch ein paar Fragen vorstellen. Danke, oder? Ja? Was für ein Python-Release wird mindestens erfordert? 2.4. 2.4? Ja. Also kein Red Hat Enterprise Linux 2.1, weil es mit Python als 5 noch läuft. Keine Chance. Ich nix Red Hat. Keine Ahnung. Also, 2.4 ist schon eine recht scharfe Anforderung für uns. Das muss man ganz klar sagen. Also muss man schauen. Also es gibt, ich weiß es nicht. Also ich habe es nur mit 2.4 bisher ausprobiert. Ich glaube, das hängt eher von den notwendigen Modulen ab, als von Python-Kern selbst. Also von den Sprachkonstrukten, die ich bisher im Code gelesen habe, wüsste ich jetzt nichts, was nicht unbedingt große Probleme machen kann. Und wie sieht das aus? Wir haben häufiger, oder bei den meisten Konfigurations-Engines, die wir gerade evaluiert haben, hatten wir einfach das Problem, dass sich auf den verschiedenen Distributionen oder auch auf den verschiedenen Systemen die Benutzer einfach anders heißen. Ich habe ein System, da heißt der Benutzer, unter dem der Webserver läuft, Apache. Ich habe ein System, da heißt der www-run. Ich habe ein System, da heißt der www. Ich habe ein System, da heißt der Apache 2. Das treibt die Konfigurationsengine und vor allem den, der die Konfigurationsdateien schreibt, meistens immer in den Wahnsinn. Du kannst in der Service-Definition, wie ich ja gerade eben gezeigt habe, erstmal, also es geht jetzt ja um das Überwachen von Services, ob der läuft. Ums Überwachen von Services und es geht ums Anlegen von Konfigurationsdateien, die gegeben. Die Ownerschaft, achso, ja, okay. Mit dem Ownership. Das Problem kriegst du mit BCFG2 nur mit Cheetah oder mit der Template Engine, mit einem eigenen Generator in den Griff, weil die Metainformation in der Regel halt aus dem File kommt. Die ist auch noch in den aktuell releaseden Versionen nicht irgendwie über Gruppen modifizierbar. Aber es gibt einen Modus, wo du die Ownership von Files nicht änderst. Das heißt, wenn die von der Distro in die Basiskonfiguration ausliefern, dann bleiben die genauso die Permissions. Das ist vielleicht der einzige Weg. Ich habe schon auf der Mailingliste gelesen, dass Leute dieses Problem angesprochen haben und dass man das auch modularisieren möchte. Und als allerletztes, ich habe Puppet mir angesehen. Ja? Und da gibt es für die verschiedenen Distributionen und die verschiedenen Systeme standardmäßig definierte Gruppen. Das heißt, wenn ich ein System habe, auf dem ist Distribution X installiert, ist das automatisch Mitglied. Genau. Gibt, ist sehr bequem. Genau, ist bequem, haben wir in dem Sinne nicht unbedingt, aber es gibt ein Beispiel-Repository, das ist ein guter Einstieg, vielleicht eine gute Frage. Und zwar kann man sich ein Beispiel-Repository, wo viele Fälle abgedeckt sind, herunterladen und da sind für die gängigen Distros zumindest die Basispakete und die Basisservices definiert. Aber es ist nicht so komfortabel wie bei Puppet. So, dann vielleicht noch ein paar Fragen. Installation, das heißt, ich kann damit auch so eine automatisierte Installation durchführen? Na, das habe ich absichtlich nicht erzählt. Der Thomas Lange, Phi, ist mein beliebtestes Tool für den Schritt zur Installation. Also auf einem Debian-System nutzen Sie Phi und installieren das Basissystem und als Exit-Hook rufen Sie BCFG2 auf. Genauso machen sie es auch bei einem Mac OS oder bei einem Red Hat System, Kickstart. Wie heißt das? Kickstart oder wie heißt das? Kickstart, ja. Dann am Schluss das BCFG2. Es ist absichtlich kein Installationstool, es managt die Konfiguration. Ja? Also Sie können für beliebige Bundles Post-Skripte aufrufen. Aber dann müssen Sie das grafische Tool geskriptet aufrufen.
Also man kann Kommandos ausführen auf dem Client über Post-Ins-Skripte, das ist eine spezielle Konfigurationseigenschaft, aber es gibt keine Möglichkeit, dann noch die Maus zu schubsen. Also das geht nicht. Aber da haben sie auch mit den anderen Tools Probleme. Also da kenne ich jetzt keins. Also in der Regel macht man das so, dass man das dann einmal als Admin ausführt, guckt, wo die Datei landet und die Datei dann ausliefert. Das in der Regel sogar jetzt bei dem Beispiel ist es so, dass das ja ins Home Directory gehört vom User und da schiebt man das besser ins Skeleton. Aber man hat die Möglichkeit, Post-Inskripte. Dann war hinten dran noch eine Frage. Ja. Ich komme noch, weiß nicht ganz, worauf du hinaus möchtest. Ja? Ach so. Ja, das kriegst du natürlich mit, weil wenn in deiner Definition dann für jeden Host das Endergebnis stimmt, ja, dann wird ja an den Host A, sagen wir mal, Host A und B sind voneinander abhängig. Host A muss drinstehen, ich nutze den Service auf B und Host B muss sagen, ich nutze einen anderen Service von Host A. Dann muss ja BCFG 2 da Dateien hinschieben, zwei Konfigurationsdateien. Und diese Dateien werden ja zu Ende berechnet. Der Client kriegt ja fertige Dateien in XML verpackt. Und der Client schaut ja dann lokal nach, was steht in der Datei drin und was müsste drinstehen. Und dann kriegst du die Unterschiede mit. Darauf reagieren, das musst du leider selber, dafür hast du die Reports. Ist leider noch keine eierlegende Wollmilchsau. Christoph? Ist daran jetzt weniger freaky als an CF-Engine? Ich habe nicht gesagt, dass das weniger freaky ist. Das hier ist ultra freaky, aber es ist sehr komfortabel. Natürlich, es ist sehr komfortabel, weil CF-Engine ist in manchen Fällen einfach gerade von der Erweiterbarkeit, ist das bei uns an die Grenzen gestoßen. Und dadurch, dass du hiermit, ich kann gerne mal, das kann ich jetzt hier öffentlich zeigen, bei Produktivsystemen auch mal Repositories aufrufen, das macht die Sachen so schön schlank, gerade mit diesem Cheater-Template in Kombination mit beliebigen Datenquellen, das kriegst du mit CF-Engine nicht so schnell und schön hin. Und dass ich nicht gesagt habe, dass ein Tool, das viel kann, nicht freaky sein muss, also ich sage ja nur, die anderen sind freaky. Ja? Das ist die Wertung für dieses habe ich ja absichtlich jedem Betrachter hier offen gelassen. Noch was? Noch Fragen? Da hinten, ich kann mich noch erinnern, dass jemand was hat, ja? Ich kann es nur global machen aktuell. Das wäre ein Feature-Request, also das ist auch ganz gut. In den Bug-Tracker kann man beliebige Feature-Requests reinfeuern und die werden auch wirklich abgearbeitet. Zurzeit kann ich nur den Client global sagen, lokale Änderungen überschreiben, lokale Änderungen haben Vorrang. Aber das reicht in der Regel. Also ich habe ziemlich wenige User und denen gebe ich ja dann nur Schreibrecht auf die Dateien über Permissions und vielleicht noch über eine sudo as conf, dass er den Service, den er ändert, neu starten kann. Aber das geht dann schon ganz gut. Kann man im Endeffekt über ein Plugin lösen, was einfach immer sagt, ja, die Datei ist in Ordnung? Wahrscheinlich nicht. Doch, ja. Du müsst nämlich genau den Inhalt ausliefern, den die Datei lokal hätte. Weil der vergleicht ja nur das, was in, das ist vielleicht das Letzte, was ich zeige, weil der Wolfgang muss ja auch den nächsten Vortrag vorbereiten. Gehen wir nochmal zurück auf das, was ausgeliefert wird. Wir schauen uns nochmal, das ist jetzt zum Beispiel der Eintrag für diese Datei. Die Datei heißt Foo, das sind die Rechte und die Permissions und das ist der Inhalt. Und es wird für jeden Host, für jede Datei, die kontrolliert wird, muss der Inhalt geschickt werden. Und du kannst ja nie das schicken, was der User lokal die entsprechend gibt. Du könntest über eine Probe rausfinden, was steht drin, ja, und das zurückschicken, aber das ist übertrieben. Ja. Also Proben sind eher dafür da, LSPCI, Grafik gucken, ob da eine spezielle Grafikkarte drin ist, dass ich da was in der X-Config einstellen muss oder sowas. Aber keine Ahnung, lokal geheim verschlüsselte Lizenzschlüssel, den ich irgendwo brauche oder sowas. Also kann sich jedes beliebige Skript ausführen. Ja. Ja, musst du den Wolfgang und nicht mich fragen. Gut, letzte Frage. Ganz kurz noch, du hast jetzt in der letzten
Auf Solaris, ja. Du nutzt den Package Manager. Das geht. Open Solaris. Ja, Dateien editieren kannst du auf jedem POSIX-System, sind wir uns einig. Was müssen wir da noch unterstützen? Service starten, stoppen. Das ist ziemlich trivial. Und dann müssen wir Pakete installieren, löschen und verifizieren können. Das ist die Idee der Package. Das ist die Idee dieser Python, dieser Module. Der Client, einfach mal einen Code anschauen, dann versteht man das super schnell. Der Client hat einfach für jede Toolchain, wir haben ja einmal diese Definition gesehen, das ist ein Debian-System, das ist ein Debian-Toolchain. Wenn dann die Solaris-Toolchain definiert ist, weiß er einfach, okay, und um Paket zu installieren, rufe ich das auf. Das ist einmal ganz wenig Code definieren und dann läuft's. Weil Dateien editieren, Links setzen, Verzeichnisse erstellen, das ist POSIX. Das ist der Trick. Weil der Client kriegt die fertigen Infos und muss dann nur wissen, wie er es ausführt. Also wie gesagt, Portage haben sie auch schon drin. Das geht jetzt ratzfatz und dann haben sie alles. Und die freuen sich immer über Mithilfe und vielleicht hat das ja inspiriert, das auszuprobieren. Es macht Spaß, auch wenn die Lernkurve am Anfang ziemlich steil ist. Weil man darf viele verrückte Sachen erstmal kennenlernen. Aber das Beispielrepository hilft und es gibt RPM und Debian-Pakete auf der Webseite. Das heißt, man kann es auch einfach installieren. Vielen Dank und wie gesagt, noch viel Spaß. Wiedersehen.